Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 9. Ja. Letztes Mal haben wir einiges an Chocobo-Schätzen geholt. Und ja, wir haben jetzt eigentlich nur noch einen, den wir holen können. Und zwar, das ist das Plateau der Röte. Und da müssen wir jetzt erst hinfliegen. Und zwar... Das Plateau der Röte. Oh, die Luftschiffmusik. Ja, das Fliegen, ja, das ist ja so super. Ich liebe es, ja, so, ja. Fliege mit diesem Schiff, ja, das lieben ich, ja, ja, das Fliegen. Wo müssen wir eigentlich hin? Hier ist ein Morast und da hinten, glaube ich, sind irgendwo Chocobo-Spuren. Wenn ich mich nicht irre. So, dann gehen wir mal da nach hinten. Und rufen Choco hier zu uns her. So. Ach ja, genau. Mit dem roten Chocobo kann man jetzt wieder im Chocobo-Wald. Ja, was kann man im Chocobo-Wald? Ja, im Chocobo-Wald. Da unten ist übrigens die alte Hofburg Ibsen. Ja, im Chocobo-Wald kann man jetzt. Na, das ist aussprechen kann. Wieder Karten sammeln, suchen. Das werde ich auch später machen, wenn wir mit der Story wieder etwas vorangekommen sind. So, und wo ist jetzt das verdammte Plateau der Röte? Glaube ich, hier irgendwo in der Nähe sein. Sieht auf jeden Fall so aus. Oder auch nicht. Ich glaube, ich bin hier falsch. Ich muss noch weiter runter. Ich glaube, auf den nächsten Gipfel da drüben muss ich. Hier oder da drüben? Schauen wir mal. Ich glaube, ja, das schaut so ziemlich ähnlich aus. Und hier irgendwo muss er vergraben sein. Aber wo? Hallo Schatz. Hallo? Der will mich verarschen. Hallo? Schatz. Kann ich hier auch sein? Gibt's ja nicht. Hab ich noch mal vergessen, wo der ist? Vielleicht hier unten? Also da unten ist er mal nicht. Der muss da heroben sein. Da ganz am Eck. Oh Mann. Was finden wir denn hier Schönes? 12 Phönixfedern. 14 Jadesteine. Fanes Kralle. Und ein Eisengigant-Karte. So, gut. Das wäre jetzt alles zum Thema Chocobo für ein paar Folgen. Oh, keine Sorge, die Chocobo-Musik hören wir sicher noch öfter. Gut. So, wo haben wir jetzt unser Luftschiff? Da hinten. Einfach nur über diesen Berg drüber kraxeln. Oh, ist das schön, wenn man endlich drüber gehen kann. So, wo haben wir jetzt unser Schiffchen? Muss noch weiter nach oben. Genau, da hinten haben wir es. So, der eigentliche Grund, warum ich Quina und Fifi mitgenommen habe, ist der. Hallo, einsteigen bitte. So, damit ich ein bisschen erklären kann, fliegen wir jetzt mal nach. Wo haben wir es denn? Siedentor, Treno. Zur Quanshöhle.
Luftschiff fliegt uns alleine hin. Da wir einen Autopiloten aktiviert haben. Und wie schon letzte Folge oder vorletzte Folge gesagt, dieses kleine Zipfel, was aus dem Wasser raussteht. Das werden wir auch in naher Zukunft einmal besuchen gehen. Oder es wird sich eigentlich verändern, sagen wir so. So. Hä, was ist denn das für ein Plateau? Ich weiß schon was. So, da haben wir Quans Höhle. Ich werde hier landen. Und da gehen wir jetzt mal rein. Hallo, Quans Höhle. Lass mich rein. Ach, ich stehe genau mit dem Luftschiff davor. So, hier landen wir jetzt aber. So. Jetzt sind wir hier. Und wir gehen jetzt mal nach hinten. Und ja. Ich ruhig was. Was ist los, Quina? Du siehst nervös aus. Benny, das ist es noch nicht merkt. Ein seltsamer Geruch liegt in der Luft. Naja, mein Geruchssinn ist bestimmt nicht so ausgeprägt wie deiner. Was ist los? Benny, ich kann es sehen. Es ist unglaublich. Ein riesen Festbankett. Was war das für Geräusch? Was für ein unglaublicher Festmaus. Mit was soll ich nur anfangen? Es ist fantastisch. Köstlich, einfach nur köstlich. Hä? Ist wirklich gut, Quina. Ich platsche gleich, Bei dem ist auch Hopfen und Malz verloren. Husch? Wie kann das sein? Wo ist das Festmaus nur hin? Was laberst du eigentlich, Quina? Hast du jetzt schon Halluzinationen? Das ist völlig ausgeschlossen. Ich habe es gesehen, gerochen und geschmeckt. Also, ich sehe dich hier nur urplötzlich wie der Krabbelfresse gebissen rumrennen. Von hier drüben. Von hier drüben konnte ich auch was riechen. Quina! Und tschüss. Quina? Quina, warte mal. Hä? War das? Hä? Meister Quil? Hast du es endlich hierher gefunden? Wer bist du? Hast du mir vorhin das Fest mal vorgegaukelt? Ich bin Quan. Diese Vision konntest du nur sehen, weil du die Welt bereist hast, Verstehe ich nicht, Ich will, Meister, was geht vor, Dieser Mann war einst mein Meister, aber er kam von rechten Weg des Essens ab, Aber keineswegs, Nur hast du den falschen Weg gewählt, Was, Der Weg des Essens liegt nicht in der verständigen Verzehrung, Den Lehrling hat es bereits begriffen, Quina, die Vision, die du gesehen hast, entstammt meinem Geist, der zu dir sprach,
Ich verstehe immer noch nicht, Mimps. Ich arsche nur, weil es wie es aussah, Mimps. Du bist auf den rechten Weg, Mimps. Das Vielreichen hat den Vorstellungskraft gesteigert. Jemand ohne Vorstellungskraft ist es nicht möglich, sich einen Geschmack auszuschwimmen, Mimps. Mimps! Lässt du also deine Fantasie freien Lauf, so wirst du alle Spezialitäten auf dieser Welt genießen können, Mimps. Und selbst wenn dies auf höheren Schlagen passiert, Mimps, der ehrliche Glaube an Essen zählt. Nee. Meister vom Meister. Wie hast du das alles herausgefunden, Mimp? Das Großvater. Oh, Fifi. Du bist ja richtig klein geblieben, Mimp. Das die Wichtigkeit der Vorstellungskraft wurde mir dank Fifi bewusst, Mimp. Ich wollte Fifi erst auf seinen Lebensweg mitgeben und durch viel Überlegen auf meine Vorstellungskraft geschärft, Mimp. Großvater. Der Weg des Essens ist der Weg des Lebens, Mimp. Verstehst du, Fifi? Nicht nur was das geschehen hast, sondern vor allem was du gedacht, gefühlt und weitergegeben hast, zählt Mimpf. Lebst du in Einsamkeit, wirst du einsam sterben. Aber Vorstellungen und Ideen werden von Menschen weitergegeben, Mimpf. So auch die Vorstellungskraft meines Geistes neigt sich nun dem Ende zu, Mimpf. Heißt das, du gehst mir immer vor, Großvater? Sei nicht traurig, Mimpf. Solange du an mich denkst, Mimpf, bin ich immer in deiner Nähe, Mimpf. Schwiene, Quäl, vergesst meine Worte nicht. Mit Meister Quan! Und weg. Seid ihr eigentlich alle durchgeknallt oder was? Mit wem redet ihr da die ganze Zeit? Was? Fina, ich werde nochmal von vorne anfangen, Mimpf. Meister Quill, Mimpf. Also was ist jetzt? Mit wem habt ihr euch die ganze Zeit unterhalten? Hast du ihn doch nicht gesehen, Bernie? Gesehen? Was denn gesehen? Ihr habt plötzlich angefangen, euch mit der Luft zu unterhalten. Verstehe. Bernie, du hast auch noch einen weiten Weg vor dir, Mimpf. Macht nichts raus, Bernie. Ich erklär's dir irgendwann einmal. Komm, Bernie. Es gibt noch viel zu tun. Na gut. So, aber hier gibt's noch etwas abzustauben. Hier haben wir eine kleine Geschichte über Quan. Also das war das letzte Mal, dass wir Quan gesehen haben. Und das geschieht nur, wenn man Fifi und und Quina in der Party mit hat. Und wird euch das zeigen, damit ihr ein bisschen was von der Story alles mitkriegt. Was alles so an Nebeninformationen hier so sind. So, und da fliegen wir kurz nach Treno. So, aber das war der falsche Weg. Treno ist ja gleich hier um die Ecke. Und zwar werden wir hier kurz mal landen. Hätten wir auch zu Fuß gehen können. Aber macht nichts. So, dann gehen wir da rein. Und wir haben, glaube ich, noch eines oder zwei Stellats hier mit. Schauen wir mal kurz, eine oder zwei? Eine haben wir mit. Ja, eine ist keine. Also, Blödsinn.
Eines ist besser als keines. So. Dann schauen wir dann nach vorne. Dann schauen wir dann noch kurz ins Auktionshaus. Aber das werden wir als nächste Folge machen. Dann werden wir noch einen schönen, wunderbaren Ort besuchen. Ein optionaler Ort, den man nicht erreichen muss. So, was bekommen wir von dir? 20.000 Kill. So, wie viel haben wir? 9 haben wir erhalten. Haben sie erhalten. Das heißt, es fehlen noch 3. Ja, die werden wir auch noch finden. So, dann gehen wir noch kurz ins Auktionshaus. Hingehen werde ich noch. Oder wir könnten nächstes Mal noch mal eine Runde Karten spielen. Ja, ich würde sagen, das hängt von euch ab. Wenn ihr sagt, ja, Bernie, ich spiele doch mal wieder Karten, dann werden wir mal noch eine Runde Karten spielen. Wenn ihr sagt, nö, wir wollen lieber Story was sehen, dann machen wir mit der Story weiter. Ja, Leute, bevor wir hier reingehen, machen wir einen Cut. Leute, bis dann. Haut rein. Ciao, ciao.